Herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Und heute habe ich eine wundervolle Grundlagenmeditation für dich. Und eigentlich die Grundlagenübung schlechthin für jegliche energetische Heilarbeit. Heilungsarbeit verstehe ich natürlich, und das ist ein Disclaimer, nicht im medizinischen Sinne. Ich bin kein Arzt, sondern ich bin Energetiker und ich beziehe mich, wenn ich von Heilung spreche, stets auf energetischer Ebene auf die Heilung. Das heißt, das hat nichts mit dem Körper, mit dem Einflussgebiet eines Arztes, eines Psychologen zu tun. Das nur noch einmal vorne weg. Aber heute machen wir wirklich eine Basisübung gemeinsam und die ist ganz, ganz wichtig. Die kannst du immer wieder wiederholen. Die kannst du vor jeder Heilsession, die du selber machst auch oder die du hier im Kanal findest, auch anwenden. Und das ist eben die Verbindung zum Höheren Selbst. Und ich möchte jetzt erst einmal eine Definition aus dem Wirkungsbereich der medialen Energetik, also meine Definition vom Höheren Selbst, auch nochmal geben. Da gibt es ja ganz viele Zugänge und Ideen und ganz viele Bilder. Grundsätzlich kannst du das Höhere Selbst so verstehen, dass das dein Potenzial ist, dich zu verbessern, in deinem Rahmen höher aufzuschwingen, in deinem Rahmen etwas zu verändern. Und da geht es jetzt gar nicht darum, ob ich sage, ich setze mir ein spirituelles Ziel, ein emotionales Ziel, ein rationelles Ziel oder vielleicht sogar ein körperliches Ziel der unter Anführungszeichen Verbesserung oder Veränderung. Es geht nur darum, dass ich das Bild vor mir habe mit dem höheren Selbst, dass das mein Potenzial ist zur Weiterentwicklung. Deshalb, immer wenn du dich mit deinem höheren Selbst verbindest, das ist es eigentlich eine Verbindung mit deinem Potenzial des Weiterkommens. Und auch wenn die Meditation jetzt mit Licht, mit Kanal und Erhöhung der Frequenz arbeitet, geht es eigentlich nur darum, dass du in dir dein Potenzial aktivierst, mit dem du höher aufschwingen kannst, mit dem du weiterkommen kannst. Und um das geht es letzten Endes. Und deshalb, wie gesagt, das höhere Selbst ist jetzt nichts, was von außen zu dir kommt, sondern ist ein Bewusstsein, das du in dir aktivierst und das du immer wieder brauchen wirst. Gut, dann schauen wir uns das einfach mal an. Und wie gesagt, das ist jetzt energetisch gesehen eine sogenannte Einweihung. Das heißt, wenn du einen Kontakt herstellst zu einem neuen Bewusstsein, ist das immer wie ein neuer Kanal, der geöffnet wird, eine neue Bahn, die gelegt wird natürlich. Also viel Spaß mit dieser Einweihung in dein höheres Selbst, das dir hoffentlich eine wundervolle Welt zur energetischen Heilarbeit und vielleicht auch zur medialen Energetik öffnet. Dann lade ich dich mal ein, schließ einfach mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus. Und tief ein. Und wieder aus. Und mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. Und du erlaubst dir jetzt mal, deine Beine ganz fest und bewusst am Boden zu spüren. Und auch deine Arme, wo auch immer sie jetzt gerade ruhen, spürst du ganz bewusst und klar. Und in dieser Frequenz, in dieser Energie, erlaubst du dir mal, dass dein Körper schwerer wird, entspannter, angenehm schwer. Und jegliche Nebengeräusche, die du jetzt noch wahrnehmen kannst, bringen dich noch tiefer in deine Entspannung, in deine Mitte rein. Und du atmest mal tief ein und wieder aus. Und du erlaubst dir nun, ein Zentrum in dir auszumachen. Stell dir das einfach mal wie einen Mittelpunkt in deinem Körper vor. Einen hellen, strahlenden Mittelpunkt. Wie eine
Eine kleine Sonne, ein goldenes Zentrum. Und dieses goldene Licht, diese goldene Kugel, auf dieses Zentrum schwingst du dich jetzt ein. Und du lenkst dein ganzes Bewusstsein ganz bewusst auf dieses Zentrum hin. Und du machst dir bewusst, dass dieses Zentrum dein höheres Selbst ist. Und während du dein Bewusstsein auf deinen Mittelpunkt richtest in deinem Körper, erscheint auch oberhalb deines Kopfes eine strahlende goldene Kugel. Stell dir die mal vor, strahlendes goldenes Licht, wie eine Sonne. Und auch das ist dein höheres Selbst. Also es gibt quasi in dir einen Ankerpunkt fürs höhere Selbst, in deinem Zentrum, in deinem Mittelpunkt und überhalb von dir einen Ankerpunkt für dein höheres Selbst. Und zwischen diesen beiden goldenen Kugeln kannst du dir eine goldene Linie vorstellen. Nimm die mal wahr. Und diese goldene Linie ist der Kanal, mit dem du dein höheres Selbst empfangen kannst. Und du bittest nun um Verbindung mit deinem höheren Selbst. Und du spürst, dass diese Kugel, diese goldene Kugel, oder dieses goldene strahlende Licht über deinem Kopf wirklich beginnt auf deinen Kopf zu scheinen, auf dein Scheitelchakra, Kronenchakra hindurch zu scheinen, hindurch zu fließen, durch dein drittes Auge durch, in dein Halschakra rein, dein Herzzentrum, bis hinunter zu dem Mittelpunkt von deinem Wesen. Und du spürst nun die Verbindung zu deinem höheren Selbst. Und nimm das einfach mal wahr, dass dieses Licht sich ausbreitet und erlaube dir ganz mit deinem höheren Selbst in Kontakt zu kommen. Und spür jetzt mal, wie sich durch den Kontakt mit deinem höheren Selbst ein Schutzmantel um dich legt. Und dieser Schutzmantel besteht auch aus goldenem Licht. Dein Energiefeld ist absolut geschützt und wird auch gleichzeitig von dem Licht gereinigt. Und auch dein Körper entspannt sich mehr und mehr und reinigt sich immer mehr im Lichte von deinem höheren Selbst. Dein Dasein schwingt immer höher, immer feinstofflicher. Alltagssorgen und Gedanken werden entfernt. Und du spürst, dass du in dir bewusster, klarer und ruhiger wirst. Und diese reinigende Energie, dieses unendliche Licht inspiriert dich, schützt dich und klärt dich. Und wenn du dich jetzt einfach mal fragst in deinem Inneren, bin ich mit meinem höheren Selbst verbunden, dann wirst du ein Ja spüren oder sehen. Du wirst wahrnehmen, dass du verbunden bist. Und das ist dein Schlüssel zur Heilung, zum Heilwerden, zur Ganzwerdung.
Es ist dein Schlüssel zur Regeneration und zu einem optimalen Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele. Ein optimales Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele. Und bleib jetzt etwas noch in dieser Energie des höheren Selbst. Und bitte nun um all die Frequenzen, die du benötigst, in einen tieferen, bewussteren Kontakt mit deinem höheren Selbst zu treten. Alle Energien, die du benötigst, um in einen tieferen, bewussteren Kontakt mit deinem höheren Selbst zu treten, dürfen nun in dich einfließen. Spüre dieses goldene Licht, visualisiere es, vielleicht kannst du es auch sehen. Spür mal, wie es sich anfühlt, mit deinem höheren Selbst in Verbindung zu sein. Und erlaube nun alle Alltagssorgen, alles, was dich jetzt umtreibt, alles, was dich beschäftigt, abzugeben, in dieses Licht hineinfließen zu lassen. Atme jetzt nochmal tief ein und wieder aus und erlaube deinem höheren Selbst, dass es nicht nur Kronenchakra, Stirnchakra, Halschakra berührt, sondern auch dein Herzchakra, dein Solarplexus, dein Unterbewusstsein, also Nabelchakra und auch dein Wurzelchakra. Das sind die Zentren, die Energiezentren deines Lebens, deines Bewusstseins. Und diese Zentren dürfen sich jetzt reinigen und öffnen. Und wie deine Chakren sich öffnen, tanken sie ebenso Prana und Lebensenergie auf und geben verbrauchte Lebensenergie ab. Alles, was nicht zu dir gehört, fließt ab. Bedanke dich jetzt mal bei diesem Fluss der Lebensenergie. Und nimm mal dich als energetisches Wesen wahr. Nimm mal deine energetische Wirklichkeit wahr. Bitte doch gerne mal dein höheres Selbst darum, dich mehr in diese energetische Wirklichkeit einzuführen. Und vor allem erlaube dir jetzt zu heilen. Erlaube dir jetzt, ganz zu werden. Und nimm dir vor, öfter mit deinem höheren Selbst in Kontakt zu treten. Atme tief ein und wieder aus. Nochmal tief ein und wieder aus. Und bedank dich jetzt mal bei deinem höheren Selbst. Sag einfach mal Danke zu diesem goldenen Licht.
Spür, wie es dich inspiriert hat, wie es deine unterschiedlichen Ebenen und Zentren berührt hat. Und erlaube dir jetzt, das höhere Selbst zu verabschieden. Du nimmst nochmal wahr, dass dieses goldene Licht nach oben hinaufgeht und trennst jetzt die Verbindung zu deinem höheren Selbst ab. Nimmst auch nochmal in deinem Inneren deinen Mittelpunkt wahr und bedankst dich auch nochmal. Weißt, dass immer dieses Zentrum für dich da ist, dass du jederzeit damit in Kontakt treten kannst. Und auch da bedankst du dich. Dann bewegst du mal deinen Körper durch, streckst dich gut, bewegst deine Arme und Beine, atmest noch mal tief ein und wieder aus und kommst dann genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Fühlst dich klar und entspannt und öffnest deine Augen. Wie ist es dir bei dieser Einweihung denn gegangen? Schreib mir deine Erfahrungen gerne in die Kommentare. Und ich freue mich natürlich, dass ich dieses, ja, eigentlich schon Geheimwissen mit dir teilen kann hier über YouTube. Und ich freue mich natürlich auch immer über Daumen hoch, abonniere den Kanal. Teil das Video, nimm an gewissen Heilsessions teil. Das ist so die Grundmeditation für jede energetische Heilung, die du machen möchtest. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn wir uns demnächst wiedersehen, entweder hier auf YouTube oder bei einem Seminar oder in einer Sitzung in Linz oder per Zoom. Alles Liebe und bis nächstes Mal aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Erni. Tschüss. Thank you.